meine, das, was du abziehst, das musst du ja selbst verantworten. Da haben wir ja nichts mit zu tun. Deswegen vielleicht mal entspannen und vielleicht mal einen klaren Kopf bekommen. Vielleicht auch mal weniger kiffen. Vielleicht wirkt das ja dann wieder bei dir. Ne? Okay, Freunde werden wir jetzt nicht mehr. Aber so als Gott sei Bros Dank. können wir ja einen Kaffee trinken. Nee. Mit Ratten? Können wir ja Nein. die Gitarre zusammen spielen, wenn du Lust hast. Hallo, Herr Polizei. Ey, aber ich kann ja mal die Inge fragen, ob es dir den Schlüssel gibt. Oder ich kann das ja besser machen. Ich sage einfach, die soll den beim Hischam abgeben. Dann kann der dir den vorbeibringen. Der wollte ja mit dir Kaffee trinken. Ne, weil ich wollte ja immer mit dir reden, was das überhaupt soll. Ne? So entspannt, gewaltfrei, so wie du immer sagst. Ne, nicht, dass du und der sagst, wir wollen dir was antun. Wir können das auch über Kamera laufen lassen, weißt du, dass du dann siehst. Oder beziehungsweise, dass die anderen dann wissen, dass wir eigentlich nur wissen wollen, was das soll. Ne? Ich will nicht wissen, Man was kann ja das nicht erwähnen, soll, dass du was ja? hier durch. Wenn du das wissen willst, frag Staatsanwalt Dr. Range und deine Polizeibeamten, die mir Strafanzeigen geschickt haben, Danny. Okay? Das würdest du am besten machen, Danny. Deine Zeiten sind vorbei, Danny. Das ist ja das Problem, wenn die Leute nicht denken und was tun. Seit 20 Jahren verraten die diese Leute, so wie Doggy Style, Nureddin und V-Mann Danny, Menschen und leben einfach so schön weiter. Und das geht nicht mehr. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Ey, wie war das damals? Habe ich auch damals schon mich beschwert, ne? Ich meine, hier mit deiner Mutter, wenn der Hund nicht schneller gewesen wäre und so. Guck mal, Junge, du hast doch voll was an der Pfanne. Ja. Du bist ja nicht mehr ganz dicht im Kopf. Ja. Das wissen wir ja alle. Ja. Also ich weiß nicht, warum du immer nur große Fresse hast. Du hast große Fresse, große Fresse, große Fresse, große Fresse, große Fresse. Alter, laber nicht so viel. Komm ran, mach dich doch mal gerade. Steh doch mal dein Mann. Die Vitamine funktionieren nicht. Warum soll ich kommen? Ich arbeite doch nicht für V-Männer. Hat Doggy Style immer noch nicht verstanden? Ich bin zu Hause, wo ich bleiben soll und muss und möchte. Ja? Wenn jeder eine von euch Probleme hat, Range, 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 Carsten, Carsten, Carsten. Nicht mehr hier. Ich verachte euch Ratten wie Hisham, Malon, wie Nureddin, Malon. Ja? Ich verachte dich, Denny. Ich verachte dich, Doggy Style. Und warum ich euch verachte, diese Begründung erkläre ich das Volk seit 25.07.2019. Denny Schimanski, ich habe Psychose. Was ist dein Problem? Verpiss dich dann. Lass mich doch meine Psychose bearbeiten. Warum gehst du eigentlich nicht zur Polizei hin? Warum rufst du immer an? Kommst du gar nicht mehr raus? Warum soll ich dann rausgehen? Hast du Angst? Hast du wirklich Angst? Brauchst du etwa Hilfe? Soll ich dir Schutzleute vor deine Tür stellen, die auf dich aufpassen, dass dir nichts passiert? Ach, wie? Wie? Exlahundra? Chopper, der mit Nureddin Bandito und Hisham Bekuri, Ex-Präsident von La Honra, Fotos gemacht haben, wollten sie beweisen, wenn ich sterbe, wo die haben das geleistet, für Banditos. Was wolltet ihr kriegen? Expect in Kir, Expect, was weiß ich. Ich habe alles. Expect no mercy, 1%, alles. Ich brauche aber keine Patches. Ich brauche keine Gute. Ich ficke euch mit meiner Seele. Ja. Bitschu-batschig irgendetwas, ne? Du weißt schon, dass ich den gar nicht kenne, ne? Aber ist egal. Nur mal so zur Information, weil es nervt. Mit der Pädophilie. Nein, kein Herz für ihn, da habe ich doch schon immer so gesagt. Also kann sein, dass jetzt gleich bei dir klingelt, so in 1 bis 2 Minuten. Ich habe da welche gerade Bescheid gesagt. Vom Melmac. Habt ihr gut gemacht, ja? Wie viel habt ihr Inge bezahlt eigentlich? Das will ich gerne wissen. Seitdem Inge weg ist, dank dir, ja, und Hisham und Nicole,
Ich würde gerne wissen, wie viel hat sie bekommen und sich verkauft, weil so viel ist sie ja wert. Das ist so. Naja, egal, Danny. Falls du irgendwelche Fragen hast zu. Hey, da bist du ja. Wir haben dich schon vermisst. Hallo, lieber Gabriel. Tag, Gabriel. Alles klar? Ey, was ist los? Bist du schon wieder gesperrt? Hier ist dein Mörder. Was ist los? Ist dein Account gemordet? Ey, wieso? Was ist denn jetzt los? Das ist der Hisham Bekuri. Ey, außerdem, Bro, was ist denn jetzt mit Kaffee? Ich nehme einen mit Milch und Zucker. Wann können wir denn jetzt einen haben? Wir sind doch Bros. Mein Psycho-Kumpel. Na, geht's dir wieder also besser? Also Hisham Bekuri mit Danny ist zusammen. Geht's dir wieder besser? Das Katze jetzt Yummy Yummy gemacht. Die gehen an deine Familie, die gehen an deine Kinder, die gehen an deine Tiere sogar. Dieser V-Mann freut sich, dass Inge meine Katzen weggenommen hat. Das sind meine Kinder, die kommen wieder zurück, Danny. Deine Taten sind aber nicht. Ich möchte nicht wissen, was du noch mit der Katze alles machst. Gabriel, heute schon wieder Gras gekauft oder kein Geld mehr? Das nennt man psychische Terror. Ich muss aber das überhaupt nicht an euch rannehmen. Naja, es gehört zu deutscher Kultur. Das kenne ich leider schon. Voll Idiot. Ich bin jetzt nett zu dir. Geht's dir schlecht? Das freut mich aber. Das ist halt eine V-Mann-Strategie, zu Straftaten anstiften. Und wenn die Kacke am Dampfen ist, psychischer Terror, Rufmord, ganze Palette halt, ne? Die wollten mir sogar Kinderschänder anhängen. Überleg mal, wie tief diese Löcher gesunken sind. Und das ist eine falsche Politik vor Deutschland. Ich will keine V-Mann-Politik. Junge, geh mit deinen Katzen spielen, red mit deinem Arzt, versuch da ein bisschen klarzukommen. Junge, ich kann nicht. Komm. Ich habe gar keine Lust, mit dir zu sprechen oder dir zuzuhören. Deswegen mach Video, mach Video. Du bist Video. Du bist Video. Guten Morgen, Video. Wo ist das Problem, Danny? Den Dr. Kai solltest du auch mal wechseln. Du solltest dir wirklich einen holen, der was von seinem Handwerk versteht. Also, der Danny Schimanski kennt auch meinen Anwalt, Dr. Keil. Er muss auch Personenschutz bekommen. Ich brauche keinen Schutz. Ich habe Gott. Ich brauche auch keinen guter diese Tricks, Frau Männer. Wegen dem Bypass habe ich doch gar nicht mit dir gesprochen. Nee, nee, ging nicht. So schön das Ding im Mund genommen und wir hatten so geilen Sex. Da hatten wir keine Zeit darüber zu sprechen. Neben Kind, ne? Ja, sie hat auch gesagt, die ist halt erstmal richtig gekommen. Ein Kind hat alles mit. Die Seele nimmt alles von Danny mit. Und das ist Gefahr.